Liebe Freunde, ja, willkommen zurück zu einer weiteren Episode. Daisy, 19 Uhr. Genau, mit Daniel und mir, Luzi. Moin, moin, Leute. Ja, ja, gut, dass du das nochmal so explizit sagst. Sonst weiß man natürlich nicht, wer wir sind. Also, ja, wir sind jetzt hier auf dem Weg hier ins gleiche Event. Man kann das mal kurz zeigen. Auf der Map gibt es Autorun, sehr, sehr praktisch in der Daisy Standalone. Warum ist das eigentlich kein Standard-Feature? Verstehe ich auch nicht, aber egal. Das wäre eine Gameplay-Verbesserung, ne? Hier ist auf jeden Fall eine Mission gestartet, Freunde. Und glücklicherweise waren wir direkt nebenan. Das heißt, wir sind hier wahrscheinlich die Ersten. Die nehmen wir aber direkt mit, ne? Bist du gut bewaffnet, Bruder? Ja, ne? Ich habe 3 Schuss in der Waffe, aber das wird aber reichen, oder? Ja, ich habe 5 Schuss. Das steigert natürlich die Überlebenschancen hier in der Daisy Standalone. Na gut, richtig, wieder runtergesprungen sind. Gut, dass wieder runtergesprungen sind, Freunde. So, Mission Area, wo ist denn das hier? Oh, gibt's kein Loch irgendwie, wo man rein kann da? Ach, hier. Ja, ich finde gerade auch nichts. Aber man muss durch diese Kontaminationszelte. Richtig, man muss sich ja auch ein bisschen kontaminieren lassen. Natürlich, ja. Muss man das? Ja, muss man das. Perfekt. Oh, die Mission müsste, glaube ich, im Tizzy sein, oder? In der Tizzy Base? Also hier in der Tizzy. Wahrscheinlich in der Tizzy Base. Hier ist noch irgendeine Sniper, die nehme ich mal mit. Da ist ein Tizzy-Gebäude. Da hat man auch nochmal 7 Schuss, liebe Freunde. Ja, also ich habe noch ein Left Mission Area, okay? Okay. Da müsste auf der anderen Seite, ja. Hier beim Prison. Ich komme nur einfach mal hinterher, Bruder. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich hin muss. Beim Prison ist die Mission, Freunde. Wenn ich jetzt hier reingehe, müsste das starten direkt vom Timer her. Ja, es startet direkt. Geil, ich bin extrem. Hast du in die Offiziersbarke geguckt? Nee, ich wollte eigentlich direkt das einnehmen hier, bevor jetzt die anderen Full Equipped kommen mit ihren 20.000 Magazins in der Waffen. Doppel-AKs. Auf jeden Fall. Und ihr habt tatsächlich nicht herausgefunden, Freunde, was rechts auf dem Bildschirm war. Das bleibt uns jetzt ein Geheimnis. Ja, da möchte ich auch nicht drüber reden. Da will man auch nicht drüber reden, Alter. Ja, Mann, die Talfahrt hat wirklich. Achso. Ja, und sie geht immer noch weiter. Achso. Gut, ich bin jetzt hier drin, Bruder. Ich geh jetzt rein. Du bist da drin? Okay, ja, warte, lass mich auch nochmal ankommen. Vielleicht können wir das ja friendly lösen. Vielleicht sind ja die Albaner noch auf dem Server. Moment. Ja, klar, die kenne ich noch. Moment, wir müssen hier gar nichts friendly lösen. Noch ist ja. Oh shit, guck mal. Siehst du das Regal, hätte ich fast gesagt. Hier ist so ein. Geländer. Error. Direkt neben dem Prison. Und da müssen wir natürlich ein bisschen Acht geben, dass da keiner. Ah, da kann man hochklettern. Reinschlawinert hier. Und natürlich den ein oder anderen von uns. Würde ich sagen, machen wir einen kleinen Cut. Perfekt. Ja, wir nehmen nice, Mann. Oh nee, die sind jetzt schon da. Wir sind gerade mal bei 23%, Mann. Wir müssen reden, Digga. Wir haben nur 4 Schuss. Das ist richtig, ja. Wie du hoch aimst. Was machen wir? Sollen wir anfangen zu reden? Wir müssen reden, wenn die eine. Was war das? An der Tür anklopfen? Steps. Wo? Ja, draußen. Aber worauf haben die gerade geschossen? Zombies habe ich vorhin nicht gesehen. Vielleicht gegenseitig, oder? Vielleicht sind schon 2 Parteien. Vielleicht haben sie sich getradet, Bruder. Vielleicht können wir looten draußen. Achso, ist ja unwahrscheinlich. Na gut, die Möglichkeit besteht. Was ist da ein Mac drin? Wo ist ein Mac drin? In deiner Waffe? Ja, klar, natürlich. Ich bin gut ausgerüstet. Was brauchst du denn für Muni? 7, 62, 51. Ach, keine oder 308. Das habe ich auch nicht. Gute Kombination. Ja, gut. Soll ich mal aufmachen? Echt? Oh mein Gott. Oh nee, ey, soll ich? Nee, ich weiß nicht. Reden? Ich höre nichts mehr. Wir haben die sich getradet. Yo, anyone here? Hello? Vielleicht sind die getradet worden, ne? Ja, ich gehe jetzt nicht raus. So nötig habe ich es nicht. Das Loot spawnt auf dem Dach, glaube ich, so viel ich weiß. Wie kommen wir da hin? Hier über das Geländer oder was? Digga, wir sind so sterben, Mann, einfach. Wir kommen doch niemals da hoch. Natürlich nicht. Wir kommen niemals da hoch, Mann. Hello? Yo, can you talk? Soll ich aufmachen? Weiß ich nicht. Ich aim halt mal raus, oder? 3, 2. Da ist nichts. Ich habe sie echt getradet, Mann. Ja, aber. Ja. Ich hab Schiss, ich warte mal ab. Ja, dann warten wir mal kurz ab, perfekt.
Ja, das ist das Ende. Helikopter. Helikopter und wir zwar mit 3 Schuss in der Waffe. Diese Unverhältnismäßigkeiten hier, Daisy Standalone. Bewundere ich immer wieder. Können wir den vielleicht irgendwie orten? Können wir den vielleicht mal friendly zurufen? Oh, hier kommen die. Aha, wo. Da. Nö. Was denn? Naja, vielleicht können wir ihn vom Himmel holen, weißt du? Nicht, dass ich viel. Was denn? Bro, bitte, ey, ich bitte dich. Keine Ahnung. Du weißt, wie das beim letzten Mal geendet ist. Helikopter und was, die schießen irgendwie mit RPG darunter. Weißt du das noch? Ja. Das ist das Ende von DayZ 19 Uhr. Okay, 54%, wir halten hier die Stellung. Nice. Ja, 2%, Mann. Das heißt, eigentlich müssten wir jetzt raus, oder? Nee, Digga, der Spiel schmeißt Raketenwerfer runter. Ja, aber was soll denn sonst machen? Wir können höchstens hier noch stehen und abwarten, bis einer hochkommt. Und dann. Das ist die einzige Option, die wir haben. Wir haben 4 Schuss in der. Wow! Es bin Clank. Wir müssen hoch, Mann. Na, bist du irre? Was sollen wir denn sonst machen? Wir haben nur Scheißwaffen. Ja, aber die holen den Loot. Warum warten wir denn hier? Das Loot ist auf dem Dach. Der Heli killt ihn mit einem Raketenwerfer. Nein, nein, das ist safe. Das war's, Freunde. Das ist 100% safe. Es war schön mit euch, Mann. Ja, Mann. Liebe Grüße gehen raus hier an. Liebe Grüße gehen raus an. Was? Warum? Was denn? Oh mein Gott. Ich back so hart rum. Wieso muss ich denn immer sterben, wenn wir sowas machen? Bist du dead? Ja, bewusstlos. In der Luft wurde ich erschossen. Shit. Der hat da absichtlich gewartet, dass einer hochgeht, ne? Und dann. Echt? Ja, mit einer unverhältnismäßigen Waffbindung. Ich bin an der Lootkiste, Mann. Hä, als ob, wie hast du das gemacht? Ich bin gut. Als ob, du bist so ein Lügner, oder? Ich weiß ja Hallo. Nicht. Hallo! Hallo! Hallo, ich bin gerade hart beschäftigt, Bruder. Nicht du, Mann, ich stehe nicht auf. Ach so. Bist du da einfach hoch, oder was? Ich bin da einfach hoch. Okay, krass. Ich hab jetzt. Naja. Was denn? Ein bisschen was. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier runterkomme. Ob ich hier nicht runterkomme. Ich lebe's. Oh Gott, nein! Bist du tot? Ja. Von wo? Warum bist du tot? Ich wurde erschossen. Freunde. Das nächste Event wartet auf uns. Sind ja. Gleich tot, Mann. Da sind schon Leiche dran, ne? Wo? Weiß ich nicht. Unten rechts steht doch Progress. Weiß ich nicht. Ja, doch. Ja, so nah bin ich noch nicht dran, Mann. Das ist da so. Auf dem Schiff wahrscheinlich, ne? Ja. Das ist extra so ein A hier. Ich sehe es auch. 24 jetzt. Und das bist nicht du, ne? Nee. Shit, was machen wir da? Einfach auf Shift gehen, Greedy, oder was? Einfach drauf pushen? Weiß ich nicht, ne? Ich weiß nicht, ob das so smart ist. Haben wir nicht irgendwo eine Posi, von der aus wir irgendwie da drauf snipen können oder so? Ich kann leider nicht snipen, ich habe keine Scopes. Keine Scopes. Ich glaube, ich was für dich hab. Komm her, komm her. Komm her! Ja! Hier, da, das ist badly damaged. Keine Ahnung. Guck mal, ob du irgendwas gebrauchen kannst davon. Nee. Nichts leider. Okay, perfekt. Okay, die können irgendwo auf dem Schiff sein, ne? Scheiße. Ja, in jedem Fenster halt, ne? Ja, jedes Fenster, Mann. Jedes Fenster, meine Freunde. Wir sind ein bisschen angespannt, Freunde. Wir haben jetzt ein bisschen Equipment, aber. Ja, gut. Ah, hier aber ist auch schon Capture. Hier ist auch schon Capture, wo ich stehe. Da ist auch schon Capture. Ja, gut, da kann man sich natürlich easy. Aber die hören uns halt jetzt, ne? Ja, natürlich. Sollen wir mal irgendwie Hallo sagen? Komm, sollen wir aufs Schiff? Hello, man! Hello! Anyone here? Could you please talk, man? Hello! Oh Gott! Yo! Scheiße! Was geht hier? Wir sind auf der falschen Seite des Schiffes. Wir sind auf der falschen Seite hier, wir sind auf der sicheren Seite des Schiffes, Bruder. Left Mission, Alter. Wir sind auf der falschen Seite Scheiße. Des Schiffes. Scheiße! Wir sind auf der falschen Seite des Schiffes. Ist hier auch ein Durchgang? Ja. Liebe Freunde! Ich hab schon ein bisschen Schiss hier, ne? Enter the Missionary. Da oben im Fenster wahrscheinlich irgendwo. Im Fenster meinst du? Im Fenster. Es ist wirklich sehr, sehr schwer zu sagen. Ich weiß gar nicht, mit welcher Waffe ich hier favorisiert herumlaufen soll. Yo, guys, friendly. Yo, are you friendly? Hello. Ja. Wie stürmen hier. Was? Hello, friendly man. What? Yeah, I have some. Hello. Yeah. Where are you, man?
Hier. Oh, hello. Hey. Are you alone? Hey, man. Don't shoot me. No. Where are you from? I'm Germany. Das ist noch eine, Achtung. Yo, hey, what's up? Why are you so geared? We can share the loot if you want, man. Meinst du? Können wir den trauen? Ist das okay? Meinst du? Well, du bist Deutsch? What? What? You speaking German, I thought. Ja, dachte ich auch grad. No, sorry, I'm not from Germany. Yo, let's just wait for the loot. You know where it will spawn. No. Oh my god. Was? Almost break my leg, but I'm fine. Okay. Yeah. Das wäre natürlich super, wenn die sich von selbst hier erledigen, ne? Ja, na klar. Ey, die ersten Friendlies, ne? Sollen wir vielleicht ein bisschen anschubsen oder so? Die ersten Friendlies, die haben aber auch nix, Bruder. Du weißt, wir haben den Helikopter gerade schon gehört, als wir hier in Richtung Tscherno gekommen sind, ist der Helikopter schon über uns rüber geflogen. Sieh nur deinen Namen. Scheiße. Ja gut, dann würde ich sagen, nehmen wir das mit den Jungs ein. Mal gucken, ob es eskalieren wird gleich. Richtig, da würde ich sagen, machen wir einen kleinen Cut. Und guck mal, was es hier Feines gibt. Aber ja, geile Mann. Idee auf dem Schiff, muss man schon sagen. Schon geil, ja. Die Meldung nice. Ist ein bisschen. Ja, nice. Gut, nice. What's going on, man? What was that, man? My mail is this. Ah, that's fine, so more loot for you. Oh, komm runter! Von wo schießen die? Oh, Mann. Bist du bewusstlos? Richtung Elektro schießt er. Ich hab das Bein gebrochen. Ey, es hat keinen Sinn. Die können überall sein. Du hast das Bein gebrochen. Er hat mir ins Bein geschossen, natürlich. Das ist die dümmste Posi, Bruder. Es ist die dümmste Posi, um das Bein gebrochen zu haben. Wirklich. Du bist hier auf dem Schiff. Wir haben hier nicht mal Büsche. Ja, ich weiß. Yo, hey, man. Ich freue mich sehr. Listen. Liebe Freunde. My friend just got a broken leg. You need to help us. Okay. Ich habe mir leider das Bein gebrochen durch einen... Pass auf. Weil wir eine Notsituation haben, spreche ich einmal mal Deutsch mit dir, okay? Ja. Oh, okay, Notsituation. Notsituation, Mann. Wir brauchen... Okay, dringend einen Splint für meinen Kollegen. Du musst von diesem Schiff runter. Du musst uns einen Stock besorgen. Schaffst du das? Noch leg dich doch hin! Es ist relativ ungefährlich. Es ist relativ safe draußen. Wenn du dich beeilst, ist das gar kein Problem. Was soll ich denn machen? Okay, ich krieg das hin. Okay, wir vertrauen dir, Mann. Viel Glück. Ja, okay, ich krieg das hin. Von wo schießen die? Richtung Elektro, Mann, diese Scheiße. Weißt du, wie viel Gebäude und alles da ist Richtung Elektro? Was war das? Weiß ich nicht. Komm her, Mann. Geh weg da, die treffen dich hier. Ja, aber wir müssen irgendwie safe hier ins Gebäude oder so. Ah! Da oben drauf oder was? Wo ist denn der? Ey, ich weiß es nicht, Mann. Bin ich hier safe? Ich kann es dir leider nicht sagen gerade. Ey, immer diese OP-Waffen, Alter. Chill doch mal. Ein Schuss ins Bein gebrochen oder was? Oh, scheiße, ich trau mich nicht hier zu stehen. Wirklich, es ist... dieses scheiß Fenster. Ja, ich hab sogar eine Smoke, ja. Oh ja, kannst du smoken hier, oder was? Ich guck mal, wo bist du? Ja, zwischen einer Säule, die mich beschützt. Nice. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich die hier rauswerfen kann. Pass bitte auf die Fenster auf, nicht, dass du stirbst. Obwohl, das smoked eh da durch, ne? Ja. Gutes Game. Okay, pass auf, ich versuch die rauszuwerfen. Hat... Wow. Was eine... Wirklich... wirklich krasses Smoke, Alter. Ja, Mann. Die Daisy Standalone, ey. Krasses Smoke, Bruder. Aber danke dir, ich glaube, es hilft. Ja, siehst du? Nice, Mann. Wow! Was ist denn? Bruder, hier oben ist einer, Mann! Ja, was soll ich denn machen? Meine Beine sind gebrochen. Kill ihn! Ich versuch's. Ich krieg... Er hat auf jeden Fall Hit. Da sind zwei Leute. Da ist noch jemand. Wo genau? Die sind zu Stockwerk höher. Bist du tot oder was? Ja. Ich konnte nichts mehr. Ey, der kam von hinten noch. So von rechts hinten. Bruder? Hm, was ist los? Ja, 190 Meter, dann bin ich wieder am Start. Ich habe zumindest eine Pistole gefunden jetzt.
Ich glaube nicht, dass ich damit extrem viel reißen kann, aber hey, wir sind zumindest jetzt erstmal wieder hier vereint und du harrst immer noch auf dem Schiff aus. Ja. Es befinden sich wahrscheinlich noch Personen auf dem Schiff, bewaffnet. Ich höre den Helikopter immer noch. Du kannst wieder laufen, theoretisch. Ja, du hast einen Splint gefunden. Ja. Oh, ich hör und sehe den Heli auch. Der ist relativ nah bei mir. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Soll ich aufs Schiff kommen? Möchtest du runterkommen? Ich kann auch runterkommen sonst. Ist da unten alles safe? Mist in Progress? Ist das ein Bug? Hä, wieso? Was steht da? Ist eine neue Mission hier gestartet? Nee, oder? Das kann ich so jetzt gerade nicht bestätigen, Bruder. Pass auf, ich versuche aufs Schiff zu kommen. Oh, Digga, du bist... Ich renne straight zu dir. Wie hier alle dead sind. Pass auf, da ist irgendwo einer, ne? Glaube ich noch. Möglich. Hier liegt auf jeden Fall Money. Backpack. Da bist du, perfekt. Natürlich barfuß, taktisch perfekt, Bruder. Bin ich? Oh, scheiße, bin ich. Was ist das hier? Eine G36. Oh, scheiße. Ja gut, da haben wir natürlich schlechte Karten. Aber hier ist doch der ein oder andere noch... Scheiße, Mann. Das bei mir ist nicht wiedergekommen, ne? Vorhin, dass den Stock einen Splint besorgen sollte? Nee, ich glaube, das hat mich angegriffen. Echt? Ja. Ey, ist die Mission wieder neu? Hast du auch was? Nee, ich habe hier keinen Mission Progress oder so. Okay, das ist bugged. Es muss sich um einen Bug handeln hier in der Daisy. Ja, lass uns mal verschwinden hier, oder? Meinst du, hier oben sind noch Leichen irgendwie? Nee, glaube ich nicht, oder? Doch, hier muss noch irgendwas sein. Aber hier sind auf jeden Fall Fliegen, die sind sehr, sehr laut. Ja, unten. Ah, oben, ja, du hast recht. Ja. Hier, das bin ich gewesen. Alles. Hier ist noch einer in der Ecke. Wie, da ist noch einer. Hier ist noch einer dead. Ja, den habe ich gekillt. Nice, der liegt da tatsächlich. Lol, nice gemacht. Ja, klar. Und das bin ich natürlich auch komplett entkleidet fast. Die SU ist noch in meiner kalten Hand. Brauchst du irgendeine Waffe jetzt? Nee. Ich würde sagen, ich bin ganz gut ausgestattet. Geil, Alter. Und da sind wir doch ein bisschen Plus rausgegangen, ne? Das kann man vielleicht so sagen. Ja, du, das eine oder andere Plus... Ah, das ein oder andere Plus, liebe Freunde. Ist ja, hier gut. Natürlich auch am Start, ne? Würde ich jetzt so behaupten. Würde ich auch so behaupten. Gut, wie kommen wir jetzt runter von dem Schiff? Gar nicht mehr, wir sind gefangen. Ah, aber ich sag mal, ich bin ja hier auf der Seite, wo ich jetzt hinaime. Da bin ich hochgekommen. Da müssen wir theoretisch auch wieder runterkommen. Warte, ich gebe mir kurz Drogen. Hilft das? Vorbei? Ja, Notfallset hier. Ah, ich gönne mir erstmal eine Birne in der Zwischenzeit, Bruder. Das war hier natürlich auch mit dem entsprechenden Vitamin B versorgt ist. Ich bin so angespannt und du redest hier irgendwas mit Vitamin B und C und D und E. Ach Bruder, es handelt sich um die Daisy Standalone. Da muss auch mal ein bisschen... Meinst du, ein bisschen lockerer bleiben? Bisschen die Hose locker halten hier, ja natürlich. Die Hose locker halten, das Geld schmeißen natürlich hier fürstlich weg, Chat. Nicht Chat. Wahrscheinlich Chat, durchs Fenster. Oder? Ja, wahrscheinlich durchs Fenster. Da kann ich dir noch die ein oder andere Methode sagen, um Geld zu verbrennen. So, aber... Weil Trader unterstützen wir natürlich nach wie vor immer noch nicht. Nee. Ja gut, wie kommen wir jetzt hier runter? Ich kenne mich hier null aus auf diesem Schiff. Ja, ich will einfach hier weg mal, oder? Ja, perfekt. Da würde ich sagen, ich glaube hier runter. Ja. Hier runter. Ja. Und dann sehen wir natürlich auch hier natürlich direkt in dem Ghetto Chernus hier. Geil, wir haben es geschafft. Wir sind aber. Ja, wir haben es geschafft, liebe Freunde. Kein Sieg auf ganzer Linie. Viele solcher Siege können wir uns natürlich nicht erlauben. Aber das ein oder andere. Überlebt. So. Ja, ja, so halb. Ja, so halb. Man hat mehrere Leben hier. Alles klar, würde ich sagen, machen wir einen kleinen Cut. Ja, Mann. Und sehen uns gleich wieder. Mal gucken. Vielleicht wieder noch eine Mission. Perfekt. Geil. Ja, Mann. Nice. Freunde, kleine Überraschung haben wir hier am Start. Ja, kleine Überraschung. Also wirklich eine Mission nach der anderen hier. Wir haben auch extremes Glück, dass sie immer so nah bei uns spawnen. Neutral. Richtig. Und wir dachten uns heute spontan, wir gehen mal Tscherno-Mission rein. Und absolut. Tatsächlich sind wir die Einzigen, glaube ich, hier. Und wir haben es gerade geschafft. Yo, nice, Mann. Wo ist das Zeug? Oh, im Zelt? Nee. Wo ist das Zeug? Das ist eine gute Frage. Warte mal, ist das oben gespawnt vielleicht? Hä? Da war ich gerade noch hier auf dem Dach. Ich weiß es nicht. Jetzt muss ich hier drin spawnen, oder?
Da muss irgendwo eine Kiste stehen. Ich meine, weil ich würde schon sagen, Hotel spawnt das, oder nicht? Meinst du? Ich weiß nicht, wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Ich würde fast sagen, im Tower, oder? Im Tower? Da oben, meinst du? Nee, auch nicht. Was spawnt es denn? Aber keine Kiste. Ich weiß es nicht. Liebe Freunde, ich hab das Feuerwerk jetzt gerade auch nicht gesehen, also... Wir machen das, wie man sehen kann, zum ersten Mal hier im Hotel, beziehungsweise zum zweiten Mal. Letztes Mal wurden wir weggeschossen hier. Hab ich schon mal gemacht, aber... Wie steht's da? Achso, echt? Null blind. Ja. Darf ich auch reinschauen? Wow! Digga! Was ist das? Pony Walkman? Nimm alles mit, Mann. Boah, Digga! Nimm alles mit, alles wow, was geht. Der Helm, Bruder. Krank, oder? Ey, das hat sich ja richtig... Ist das eine geile Sniper, kranker die M24? Shit. Was ist das hier? Eine RPK 16. Sieht eigentlich nice aus. Kann man sich nicht beschweren. Also Bruder, ich würde sagen, beschweren kann man sich da wohl eher beschweren weniger. Kann man sich da wohl eher weniger. Also ich würde sagen, was ist das hier? Eine Double Barrel. Die lassen wir natürlich hier. Und, ach, du hast die... Wow, wait, warte mal. Dreh dich um. Wow, stopp. Chill. Okay. Oh mein Gott. Sorry, er hat die Waffe gezogen. Ich war ein bisschen nervös. Oh. Yo, man. I'm very sorry. Man hört dich nicht durch diese Maske. Oh. Ey, du siehst aus wie ein Bionicle, Alter. Yo, man, I'm sorry. So ist dead. Alter. Hast du eine Maske, durch die man nichts hört, oder was? Oh, ja gut, das ist es halt. Digga, da kannst du jetzt echt nichts machen. Nee, da kann man nichts machen, sorry, aber was. Keine Ahnung. Aber ich glaube, er hat gerade noch geredet, ne? Echt? Ja, also, okay, wait. Und dann ja, ist das habe ich leider nicht gehört. Also, ja, das Problem ist halt, wenn natürlich die Waffen gehoben werden, Freunde, dann ist natürlich die Eskalationsstufe. Ja, ist jetzt nicht nur so, als, am Anschlag, als dass er die in der Hand gehabt hätte. Achso. Den ein oder anderen Kursen. Ja, da, ne, also da verstehe ich natürlich deine Reaktionsfähigkeit. Ja, jetzt. Natürlich. Pony Walkman, was ist das? Ja, Freunde, ich habe 1000 Waffen. Ja, ich auch. Sollen wir uns die mal so langsam... Ich bin da kann man nichts mit machen, ey. Was ist denn das? 80 carried, ne? Weg mit der Scheiße. Alter, sind Gamer weggeschmissen? Ah! Pass auf! Es kommt irgendwie aus Richtung Balota, ne? Ja. Da sind sie immer auf dem Komm, hier auf, lang, hier lang, hier lang. Alter. Lass uns erstmal, was können wir denn hier machen? Oh, shit. Oh, das war auf mich, oder? Das ist jetzt nicht ausgeschlossen. Freunde, wir haben die Mission erfolgreich geschafft und jetzt werden wir direkt beschossen hier, gell? Ja, ja. Sollen wir hier außen rum und dann vielleicht einmal sozusagen flankieren quasi. Gute Idee. Wo sind eigentlich meine Sniper hier? Weil die werden sich jetzt wahrscheinlich dem Hotel nähern und dann können wir vielleicht von hinten den Zugriff starten. Richtig, aber nur vielleicht, Freunde, denn wir wissen, das ist die Daisy Standalone und... ja, klar. Natürlich unberechenbar, so wie... ich weiß, was du sagen. Falls ihr es auch wisst, liebe Freunde, dann schreibt es mal in die Kommentare. Wir haben natürlich auf dem rechten Bildschirm immer noch unsere Informationen hier. Natürlich, so. Wir sind immer frisch hier versorgt. Mit Informationen und Nachrichten. Ja, außenrum ist halt dann fast vielleicht an der Küste lang, ne? Ja, es muss ja straight kommen irgendwie so, ne? Ja, das muss echt straight. Achso. Also, ich glaube nicht, dass der irgendwie so versteckt war, oder? Der muss uns ja voll gut gesehen haben. Ja, relativ. So hier irgendwie, weißt du, so am Ufer. Oder? Ne, das muss sogar näher sein, Digga. Guck mal. Ich weiß es nicht. Der muss viel näher sein. Ja, wahrscheinlich schon, ne? Hier unten am Fluss wahrscheinlich. Am Steg, oder? Wahrscheinlich am Fluss, oder? Ja, safe, man. Kann von hier nicht schießen. Ja, aber dass er irgendwie hier unten sich versteckt und dann durchs Fenster geschossen hat. Nee, kann ich auch nicht sein, oder? Ein bisschen weiter weg. Aber wo kann er denn unser sehen da? Area? Das ist wahrscheinlich noch von vorhin, ne? Wo kann er uns denn sehen? Hä? Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen. Vielleicht ist der mittlerweile auch schon im... Auf der Insel da vielleicht höchstens. Nee, oder? Quatsch. Hä, das kann ja gar nicht sein. Nee, ich glaube, der war schon Richtung Riesenrad irgendwie und hatte da einen guten Winkel. Der wusste ja, dass da irgendwas war. Ich kann mir halt vorstellen, dass der jetzt vielleicht innerhalb des Hotels ist. Bin drin. Nice. Eckhaus maybe? Nee, kann auch nicht sein. Nee, das kann auch nicht sein. Ja gut, ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Cut, ne? Und, ja, meinst du? Ja, mein ich es mit voller Ernst. Und dann sehen wir uns gleich wieder, vielleicht finden wir ihn ja noch. Perfekt. Okay, Mann. Nice. Freunde der Sonne oder beziehungsweise des Regens gerade. Wahrscheinlich der Sonne, oder? Guck mal, Himmel. Ja. So. Gut, die Sonne ist natürlich nicht weg, liebe Freunde, wir sind da positiv. Man sieht sie nur nicht, es sind nur Wolken davor. Also, wir haben folgende Gags vorbereitet. Bruder, du fängst natürlich an dieses Mal.
Natürlich habe ich einen absoluter von Oberknaller. Ich ahne es. Hashtag Gag, Hashtag DZ, let's go. Von Christoph Krause. Hashtag Christoph Gag, Krause. Hashtag DZ, 19 nice. Uhr. Hashtag komme ich auch mal dran, Fragezeichen. Und jetzt kommt klar, der heute. Gag. Warum brauchen Polizisten eine Schere? Damit sie den Einbrecher den Weg abschneiden können. Ist auch so ein Gag, den man immer bringen kann, ne? Keine Liebe Ahnung. Liebe Grüße gehen raus an Kackwurst, nennt das sich natürlich noch. Warum brauchen, und, keine Ahnung, warum brauchen Kartfahrer eine Schere, damit sie ihren Gegnern den Weg abschneiden können? Ah, wisst ihr, was sich ausschneidet? Unsere Videos! Ah, macht Sinn. Pass auf, ich habe auch einen Hammer-Gag hier. Grüße gehen raus, Mann, ja. Natürlich, jetzt auch geschnitten in sich hier von Gamer-Konto. Wieder eine super Folge, natürlich wie immer. Hashtag Gag, Hashtag Desi. Wie fährt ein Rabe Zug? Hä? Ja, man muss kurz so. Ein Rabe Zug. Natürlich schwarz! Oh je. Lustig, oder? Diese einfachen Gags, die killen mich immer. Ich merke es da, du kommst gar nicht drauf klar. Diese einfachen Gags killen mich immer jedes Mal. Alter. Ja, manchmal, keine Ahnung, es sind auch manchmal einfach die einfachen Dinge im Leben, die kleinen Dinge, verstehst du? So wie dieser Pony-Gag letztens. Die Daisy Standalone. Ja, die Daisy Standalone. Was denn? Geht ein Pony zum Friseur? Irgendwas. Nee, was geht ein Pferd zum Friseur, Pony weg oder so? Nee, geht ein Cowboy zum Friseur, Pony weg. Dann mach nicht so eine Grimasse wie ein Pferd, irgendwas sowas war das. Ich hab übelst gelacht deswegen. Egal. Ja, irgendwie kommt ein Pferd in die Bar oder so, ne? Fragt er wieder, was zu langes Gesicht oder irgendwas. Ja, so. Ja, lustig, nice. Übelst geil, man. Ja, liebe Freunde, wir wollen jetzt natürlich auch die Gag-Sektion nicht überstrapazieren. Wir rennen straight nach Seleno, wo die Action ist, und da sehen wir uns gleich wieder. Ja, man, rein da, Leute. Jo. So, Leute, es ist soweit. Es ist soweit. Was ist jetzt soweit? Freunde, wir sind jetzt nach dem letzten Abenteuer hier eine halbe Stunde, sogar eine Stunde rumgerannt und hier ist einfach keine Sau mehr. Wirklich, niemand. Der Server ist randvoll, einige mit Warteliste. Hotspots abgelaufen. Aber Hotspots sind auf Modded Server natürlich neu definiert und heißen Trader. Achso. Trader. Same ich hatte letztens einen Kommentar tatsächlich. Ja, was? Dass wir nicht immer behaupten sollen, dass wir keine Trader nutzen. Wieso? Keine Ahnung. Der meint, wir benutzen Trader. Was ist hier ertradet? Nichts. Ich glaube, man kann unsere ganze Loot-History im gesamten Video nachsehen, wo wir das herhaben. Boah, direkt getriggert. Wieso? Ja, nee, ist gut. Nee, nein, ist doch so. Ne? Also wer uns kennt, ne, also der weiß es halt. Nein, es ist so, wirklich. Auch als wir jetzt am Trader waren, letzte Folge. Wir kaufen da nichts. Wir gehen da hin, wir echauffieren uns ein bisschen über die Menschen, die da stehen. Und urteilen über diese. Und gucken ein bisschen von oben herab, so. Natürlich. Versteht ihr? Natürlich. Wie der Boss halt, ne? Ah, du bist ja so. Ach so, nein. Nee. Ach nein, eine. Auf jeden Fall müssen wir uns mal umschauen. Weiß ich nicht, vielleicht müssen wir zumindest in die Trader-Nähe gehen, um Player zu finden. Boah. Vielleicht wäre das ein Kompromiss, den man machen könnte. Man geht nicht zum Trader, aber in die Nähe des Traders. Aber da stinkt's doch, oder? Ja, gut, man muss natürlich ein bisschen mit dem Wind stehen. Das ist natürlich richtig, ne? Richtig. Auf jeden Fall, kann man da vielleicht doch den ein oder anderen Strolch abfangen. Oder natürlich Ausschau halten nach Events hier. Aber liebe Freunde, wir haben trotzdem viel Erlebnis. Ich würde sagen, es lief doch ganz gut eigentlich, diese Runde, also diese Woche. Ich sag mal, die Ausbeute ist nicht schlecht. Man kann sich da eigentlich nicht beschweren. Beschweren kann man sich eher weniger. Richtig. Und wo man sich auch nicht beschweren kann, ist so ein Premium-Content jeden Sonntag 19 Uhr kostenlos auf YouTube, Bruder. Richtig, Mann. Und das seit wie vielen Jahren? Seit 9. Also 19 Uhr meine ich. Oder? Ja, das schon, aber ja, egal. Seit 3 oder 4 Jahren, liebe Freunde. Ach so, durch alle Krisenzeiten durch für euch da. 19 Uhr jeden Sonntag. Natürlich, selbst in Krisenzeiten. Selbst wenn wir im Urlaub sind, es ist trotzdem ein Video da. Die Konstante. Alles klar. Damit würde ich sagen, verabschieden wir uns und sehen uns nächste Woche Sonntag wieder, ne? Ja, jede Woche halt, 19 Uhr, ne? Perfekt, nice. Perfekt, Mann.